Da sind wir wieder an altbewährter Stelle. Also diesmal ich und Max als Hi. Co. Ja, wir sind an der Festung. Oh, fuck. Ferolia hieß es. Jawohl. Und müssen erstmal Sache holen. Erinnern uns auch gleich, warum Ferolia Kacke war. Stirb, Dankeschön. Valkyrie kriegt jetzt mal eine Stärke, würde ich sagen. Zur Abwechslung. Dass sie auch mal ein bisschen auf die Fresse halt, weil die Buffs nutzt sie eh noch nicht. Geht erstmal direkt los. Genau, also wir sind hier, um den letzten verbliebenen gemeinsamen Feind aufzuspüren. Also wir sollten ja hin, um die Fee zu retten. Ich heil Das mal Mana-Schwert kurz. abliefern. Genau, beim Feind. Der Feind wollte uns hierher locken. Es gibt irgendwie fünf Wege, wenn ich richtig zähle. Links, rechts, drei in der Mitte. Oh, schön. Genau. Oha. Alter, halt die Fresse, ey. Boah, Alter, Petra. Petra hält ihr Gesicht aber auch hin, ne? Also. Mache ich immer auf alle, weil das halt so viel, Ja. glaube ich schon. Und der hält sich auch, oder was? Das war Alter. knapp. Ah, das bin ich. Nice. Mehr Heilung für alle. Jetzt habe ich ihm erstmal voll ins Gesicht, ey. Der ist auch Wolf. Der sagt sich, haha. Irgendwann ist ja mal gut. 282 hat er sich geheilt. Schick. Ja, genau das ist die richtige Antwort. So, Heile ich Keule. mich einfach nochmal? Ich muss noch einen Treffer landen. Dann kann ich auch meinen Wirbelzwirbel machen. Okay, ich kann es nicht, er ist tot. Ehrlich. Ich hätte es gedacht, ist einfach noch ein Zauber drauf, weil. Die sind ganz schön ätzend. Hätten wir jetzt noch irgendwo noch Ausrüstung kaufen können? Nee. Also sicherlich, wir können ja überall hinfliegen, aber ist die Frage, wo danach suchen. Ja, ist die Frage, ob die Shops quasi mitleveln oder wie das gemacht ist. Ich habe immer so das Gefühl, au! Ich drücke ihn einfach so in die Seite und er haut mir drei zurück oder so. Das waren noch nicht alle. Schöne Gold. Ja, genau. Surprise! Oh, Petra, mach! Tu es! Also merke, zwischen zwei Gegnern zu stehen, ist uncool. Boah. Zu viel Tekken geguckt oder was? Die Sie ist ist tot. frei. Alter, ich muss kurz ausrasten. Ich kann Gegner, ich kann sie glaube ich noch nicht. Alter! Wiederbeleben. Boah, gut, dass wir gespeichert haben vorher hier, ne? Du musst. Ich muss. Nee, ich bin du. Ist außerhalb vom Bildschirm oder was? Anscheinend. Warte, und jetzt muss ich, wie kann ich wechseln? Falscher Knopf. Oh Gott! Schau du mich mal kurz und heiles Licht. Oder versuch noch mal mit Engelskelch oder so. Oder genau, Stahlgolem, Sinn. heiles Ja, Licht. erstmal. Das auf alle, genau. Und ich drück mal B. Alter, das ist Hardcore. Da muss ich vielleicht dann doch mal ein bisschen mehr Offensiv-Zauber auch einsetzen. Dass sie wenigstens noch mal gestunt sind für eine Ja. Zeit. Also ich würde sagen, wir machen mal jetzt kurz hier zu zweit ohne Wechsel weiter. Da oben ist noch einer. Wer ist das? Der unterste oder wer heilt den? Und der macht einen Haufen Schaden. Ja, der muss weg auf jeden Fall. Ich würde aber auch gerne mal wieder. Heilendes Licht auf alle. Ist von Anfang an auf alle eingestellt. Okay.
Du hast ja auch, also der Krieger hat ja auch Waffenverzauberung. Die Frage, ob das auf alle gilt, auf alle geht oder ja. Ob das hier was bringt, so. Stahlgolem ist der, der mehr Schaden macht. Ja, Silberwolf, Schwarzwolf, keine Ahnung. Darf nicht auf den oben, ja, auf jeden Fall. Einen von denen ist am Ende egal. Das der, wenn er du ausgewählt hast, das war der richtige, das ist der, der Schaden macht. Ja. Der andere heilt ihn aber immer, das ist halt. Jetzt mal erstmal wieder zu dritt, okay. Zu spät durch. Geheilt, Junge. Penner! Boah. Ach, der hat auch noch. 172er. So, wie kann man jetzt wechseln? So, warte. Gibt's nochmal. Wenn Färb steht, genau, Verbündete. Weil das viel zu lang ist, Verbündete, muss man Färb schreiben. Okay. Mit Steuerkreuz geht man mit. Also ich habe jetzt keinen gewählt. Doch, doch, du bist ich. Nee. Dann hast du irgendwas gedrückt, um auch rauszugehen. Ich, wenn ich Plus drücke, komme ich ins Menü. Okay. Das. Lol. Aber vielleicht im Kampf wechseln konnte man doch trotzdem auch. Lass den mal noch oben töten. Kurz. Was mich nur wundert, dass ich nicht zu Petra wechseln kann. Ja eben, ich müsste ja auch zu Petra wechseln. Du bist aber jetzt ich, oder ne? Ja. Zu spät. Sind immer noch nicht alle. Das ist halt Zaubern. Grrr. Das ging doch hier eigentlich mit diesen kleinen Schultertasten, dachte ich. Oder Minus? Minus! Ich bin Petra, jetzt machst du Minus, jetzt bist du wieder du und ich bin wieder ich. Oh, das war jetzt schwerer als. Und das war noch nicht der letzte. Geht's hier hoch? Ist das so eine Tür wie hier? Ja, da ist er. Geht's erstmal hier. Hey, aus dem Hinterhalt. Das ist einer von denen, die Schaden knüppeln. Okay. Und der nächste. Den drücke ich den oben drauf, dass er halt gestunt ist. Also Schwarzwolf ist Heilung, Silberwolf ist aufs Gesicht. 200 Schaden mache ich mit dem Zauber. Das ist echt ziemlich gut. Ja, wir sollten auf einen gehen eigentlich. Oh. Oh ja, genau. Warum muss es uns auch ausgerechnet hierher ziehen? Jetzt hat der andere geheilt. Wird hier irgendwie werde ich gerade kirre. Der hat sich geheilt und ist gestorben. Oh Mann, ey. Abgrund, ach, das ist. Also wenn er dich trifft, ist es doch der, der am wenigsten Schaden abbekommt von allen. Keine Drohung, und das ist eine riesige Festung. Das war spitze. Okay. Wahrscheinlich sind die Wege dann irgendwie auch wieder verzahnt, aber. So, okay, unten ging es dann logischerweise auch nicht weiter. Oh, sorry. Für hier rechts. Genau, hier sind wir rausgekommen, würde ich sagen. Ja. Rechts war eine Sackgasse, glaube ich. Mhm. Okay. Sieht so aus, ja. Es also gibt zwei Ausgänge. Ja. Oh. Boah, direkt erstmal auf den, der hier vorne steht. Also ich bin stark dafür, dass wir gucken, dass wir irgendwo Ausrüstung kaufen können. Weil so krass für normale Gegner haben wir noch nie auf die Mütze gekriegt. Ja, ich versuche gerade drüber nachzudenken, ob wir das schon mal irgendwo hatten, aber gut, anders
direkt weg. Direkt auf den nächsten. Dann machst du noch eine Heilung. Beziehungsweise noch solange man zaubern kann, halt zaubern. Okay, der ist los. Machst du das auf den. Ja, geil. Auto-Targeting auf dem anderen dann. Nein. Voll am Button-Mischen hier. Ja. Ich weiß halt, man weiß nicht, was die für ein Element haben. Also du kannst halt, du hast glaube ich so eine Waffenverzauberung als Magie. Die Kämpfe dauern jetzt dementsprechend auch gefühlt 100 Jahre. Werwolf heißt der einfach nur. Das ist so der einfache Gegner quasi. Nicht Schwarzwolf oder irgendwas. Der macht einfach mal 60 mit dem Doppelkombo. Das Gebiet machen wir jetzt aber noch. Wow, frei. Wow. Oh, vielleicht. Oder wollen wir einfach rausrennen, schnell? Ja, lass es ruhig noch zu Ende machen, weil Erfahrungspunkte und so. Da stehen die eigentlich ganz gut, halt, dass der Kombometer hochgeht. Sehr schön. Boah. Und direkt noch ein. Ja, nee, nicht du. Ja. Lebt sie oder ist sie tot? Mach doch mal die scheiß Attacke. Willst du mich verarschen oder was? Und? Ach, danke schön. Und Petra liegt oder? Die ist muss. Oh, du siehst doch richtig gut aus. Alter, lass mir nur am Zauber durchdrücken hier. Ich glaube, du musst. Oh nein, okay. Meine Güte. Penner. Okay, das ist eher so ein zentraler Raum hier, ne? Wo es wieder schön von abgeht. Ah, oh, Ferrolia. Warum? Boah, Enrique, por qué? Ja, genau. Lieber den bekannten Weg zurück. Naja, warte. Na, es gibt minimal. Weil hier. Oh shit, okay. Ich werde den bekannten Weg, weil er zwei Screens keine Gegner spawnen. Das ist natürlich jetzt. Der eine und dann der hier, dem umher. Oder willst du unten zurück? Hätte ich jetzt gedacht, dass das müsste die dann zwei die zwei. Äußeren genau das. Okay, da haben wir wenigstens schon ein bisschen was auch erkundet. Achso, ich hätte lieber den, der bei uns steht. Also du willst einfach durch? Ja. Gut, okay. Weil das ist unschön. Ätzend hoch 10. Und auch nicht sehenswert. Trommelomlomlom. Ja, in irgendeine Stadt im Endeffekt, oder? Ja, können wir erstmal einfach schauen, ob die mitleveln oder ob es neue Angebote gibt. Ansonsten. Ja, aber es gibt jetzt keine. Das hier? Was wird hier? Nee. Unsere heilige Stadt Wendel. Das ist der Anfang, ne? Von allem war doch Wendel. Oder zumindest haben wir Wendel gesucht. Schon unter Ruinen. Astoria, das war die allererste Stadt. Da wird es wohl keinen geben. Upsi. Gut, tschüss. Ansonsten wäre die Frage, wo suchen? Naja, ich denke, wenn sie mitleveln müssten, müssen alle Städte. Alle Level mitleveln. Was ist das hier? Festung Judd. Das sieht mir irgendwie nicht nett aus. Ich weiß auf jeden Fall, bei den Amazonen gab es. Eine Stadt. Hier. Hafen von Palo. Kann es sein, dass es gerade nachts ist? Aber hier gab es an sich einen Küken.
Und hier gab es einen. Guten Tag. Kauf. Nicht anlegbar. Nope. Ich glaube, wir müssen einfach durch. Kann ich irgendwas verkaufen? Ja. Die habe ich ja nicht angelegt, oder? Die habe ich angelegt. Nur mal so. Du hast gerade Sachen verkauft für 1400 Goldmünzen. Ja. Und das, was du ausgerüstet hast, könntest du für 600 verkaufen. Lol. Ich habe diesen Puppenpflege. Ne, das ist die Entenpflege, habe ich auch nicht angelegt. Deswegen, der Entenpflege, den habe ich vielleicht einfach schon 1000 Jahre im Inventar. Und auch die Murkelmaske, die, was ich ausgerüstet habe, kann ich nicht verkaufen. Okay, gut. Das wäre jetzt halt ultra hart gewesen. Ne, ich denke also. So. Das sind alles noch alte Dinger, die ich ewig nicht verkauft habe. So. Dann würde ich einfach jetzt noch ein paar Engelskelche aus der Schublade holen. Nicht hier Gegenstand. Wir haben doch bestimmt noch Engelskelche eingelagert, oder? Ich denke nicht. Schublade für den Engelskelch. Tut er die jetzt rüber? Nee, haben wir 8. Na gut. Ist okay. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach durch, wie ein Lorch. Und es scheint ja überschaubar zu sein, was die Größe jetzt angeht, weil alles miteinander verlinkt ist. Trommel. Oder hätte ich erstmal speichern sollen? Ja. Falls mir. Ja. Aus offensichtlichen Gründen vielleicht doch. Aus unerklärlichen Gründen. beim Innentypen, ne? Das sind Waffen. In. Keule? Ja. Also ich hätte auch sagen können, nein, aber dass wir Mana auch mal wieder hochkriegen und so. Mhm. Mein Mana ist ganz schön am Boden. Guten Tag! Oder die hatten einfach gerade einen guten Tag. Für ihre. Das wäre echt übel. Wenn das war das so. Ja, ja. Also sie hatten was, das war das ein guten Tag. Hier, ne? Ja. Wobei ich mir jetzt am Ende nicht gespeichert habe. Aber egal. Alles gut. Aufnahme läuft und so. Okay. Ich bin gespeichert. Das ist brutal. Tschüss. Oh, ich hasse. Ich hasse die Tiermenschen. Es gibt auch einen Charakter, der ein Tiermensch ist, ne? Der nennt sich der Gladiator oder so, man weiß wieso. Oder ich weiß nicht, ob der Gladiator heißt, zumindest ist das so ein Martial Arts Typ, der voll ausrastet auch wahrscheinlich. Hast du einen Charakter? Wieso habe ich nicht? Danke. Hat mich gerade so gegoogelt, ne? Ich zaubere dir ins Gesicht. Links oder rechts? Silberwolf. Rechts. Also jetzt links. Ja. Es muss immer erstmal Knochenbrecher. Muss immer erstmal einer irgendwie sterben. Danach sieht es immer besser aus. Ja, okay. Level Up wäre einfach geil. Wer hängt denn hinterher? Niemand. Du wirst es als nächstes ein Level Up bekommen. Ja. Schon okay. Mal geschmeidige 191 reingedrückt.
Manchmal gehen die Zauber super schnell und manchmal nicht. Wahrscheinlich, wenn so viele Sachen abgequeued sind sozusagen. Ja. Weil drei Leute wollen irgendwas. Das klang nach Level Up. Dachte ich zumindest. Ah ne, ihr habt gewonnen wahrscheinlich. Also in der Mitte würde ich jetzt nicht gehen. Als er vielleicht weitergeht. Also ist die Frage, ob wir uns hier noch weiter rumprügeln wollen so oder ob du sagst, wie möglich das ist hier raus. Okay, das ist ein Argument. Und so schnell wie möglich aus dem Raum wieder raus wahrscheinlich. Ja, einfach zaubern, zaubern, zaubern. Ich komme da nicht vorbei. Wenn es einen, der ganz schnell X drückt. Das ist der so 100 Millionen Schaden macht. Verarschen. Lass mich gefälligst da hochlaufen. Ich will gucken, was da ist. Blöder Penner, ey. Der eine müsste jetzt aber langsam, weil sie ihn nicht geheilt haben. Nach drei Zaubern doch mal. Ja, der ist tot. Ich kann den nicht mehr auswählen. Alter Schwede. Einfach Zauberspam, anders wird's hier nichts. Und dann noch eine Heilung und dann ist gut. Mach das. Falsch! Ja, ich weiß, ich blockiere euch damit zwar auch beim, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Hab zwar hier gibt's tote Wölfe. Ja. Das gefällt. Ja, also der, unten, ist auf jeden, der unten ist auf jeden Fall muss. Ich kann ihn noch auswählen. Jetzt spätestens, komm. Jetzt muss ich nämlich wirklich eine Heilung mal reinmachen. Ja, genau. Jetzt kann ich ihn nicht mehr auswählen. Die bringen auch ordentlich Erfahrung, muss man sagen. Nee, kriegen sie nicht. 200, oder? Ja, haben vorhin die ganzen... Auf der Mana-Insel mit Mana-Schwert. Ja, das stimmt, ja. Auch gemacht. Ja, genau deswegen wollte ich wieder raus, weil ich mir sowas schon hätte denken können. Weil wir rechts können und links ging es halt nach oben. Ja, quasi wenn wir jetzt hier durch die Tür rechts, links gehen, müssen wir ganz nach oben. Und wieder, da dächte ich dann mittig. Ja, genau. Wegen aber hier so können wir gucken, dass wir vielleicht möglichst wenig triggern immer, dieses vorne danach. Ja. Also weißt du, dann fresse ich lieber eine Walnuss. Und wir kommen hier ein bisschen besser durch. Das Problem sind die nicht die Werwölfe, die greifen normal an. Die Schwarz- und Silberwölfe haben diese Killing Moves. Mhm. So, und theoretisch, wenn ihr jetzt noch ein bisschen auf ihn drauf haut. Ja. Okay, dann machen wir dann ein bisschen zurück. Ja, ich will wenigstens zwei mit meiner Ulti da treffen. Ja, Argument. Können eh maximal drei sein. Und dann auf den unten, weil da Petra schon drauf geht, theoretisch. Ja. Petra geht auf ihn, nicht umgekehrt. Und Petra könnte jetzt mal auch ihren Special machen. Dann ist sie ja nämlich Sense. Ja, scheiß drauf, ob es nur einen trifft, ganz ehrlich. Das ist ja Mr. Okay, Mr. 2. Ja, ja, ich weiß, Petra geht's nicht gut, die wird dann auch gleich geheilt. Jetzt müsste jetzt dieser Wolf da oben müsste ganz schön drauf gekriegt haben. Wenn das Licht verbündete. Muss mal gucken, heilt sie wirklich voll oder wäre es dann besser mal auch nur auf einen zu gehen? 300, na gut. Ja, vollkommen okay. Bäm! Okay. Ich hab's verstanden. Du willst es nicht anders. Oh, er ist tot. Gut. Dann spare ich mir das. Für ihn. Also, ne, wenn man die so nach und nach lockt, geht das. Aber wenn man in den Raum reinkommt mit drei direkt in deinem Gesicht, ist das dann
Du kannst schon ja auch deinen Ulti trotzdem. Ja, machen. Ja, da, dass ich einen wenigstens rausnehme. Er war jetzt gerade erst aufgeladen. Ich hab fast was Böses gesagt. Ein Wort, was mit H anfängt und sich auf Uhren reimt. Du sagst auch, ich möchte möglichst weit hinten liegen, oder? Eine Truhe hätte jetzt mal echt gut getan. Weiter außen hoch oder mittig? Wir können ja mal kurz, können ja trotzdem rein und wieder raus, weil hier in dem bleiben wir. Holy shit! Was haben wir? Wir haben einen Werwolf, einen Silberwolf, einen Schwarzwolf. Auf keinen Fall den Werwolf fokussen, der greift in Anführungsstrichen halt nur an. Sieht auch nach Sackgasse aus. Wahrscheinlich nochmal einen außen hoch. Ja, ja. Ja, ist tot. Silberwolf und dann noch eine Heilung. Ein Haus. Wenn man auch mit einem anderen Mindset einfach ein bisschen rangeht, als wie sonst einfach blind reinrennen, das hilft auch schon viel, muss ich sagen. Ja, ich bin jetzt halt auch nicht, dass ich in der Mitte stehe, sondern eher außen. Genau. Die anderen müssen in der Mitte, in den Schubskreis, sozusagen. Und auch, dass ich nicht wie ein Verrückter, ne, einfach reinrenne und dann gucke oder so, sondern... Triff doch mal ein, meine... Okay, hier rechts kann man looken, was aus den anderen Eingängen ist, quasi. Okay, da gehen Treppen hoch. Okay. Wenigstens alles schön synchron aufgebaut, ne? Also, nicht synchron, sondern symmetrisch. Jetzt ist nochmal... Oh, hier gibt es nochmal... Gott sei Dank. Also alles raus. Und Gott. Ich finde den Einhornkopf sah geiler aus, muss ich sagen. Wie er so piekst. Okay, der hier rechts ist tot. In der Luft zerplatzt. Wie es sich gehört für einen Silberwolf. Puff. Nur noch 2 Mana, ne? Okay, dann 62. So viel habe ich rausgehauen. Ja, aber ich speichere gleich, wenn wir hier noch geklärt haben. Achso, der ist eine Etage höher, oder was? Daneben. Ja, hinterm Zaun eingepfercht. Dann kommt der nächste hoch. Tot. Warum hat er jetzt nur 161, weil die jetzt Level niedriger sind, gebracht? Knochenbrecher. Vergiss es. Alter. Ich möchte jetzt nicht noch einen Zauber einsetzen. Ich dachte, wir können das hier schnell beenden. Okay. Am besten droppt er eine Truhe dann dahinter. Der Klassiker. Ich... hasse dich. Petra kann doch einfach mal hier runterkommen. Nein, sie findet das viel schöner dort zu sein. Gut, ne? Was machen wir jetzt so die nächsten Stunden? Angriff gesenkt. Das sollte ja wohl reichen. Ich drück gleich mal X, um das zu kontrollieren. Ja. Klassiker. F.U. So. Wir wollten speichern, habe ich gehört. Meine Fresse. Ja, wurde wieder hergestellt. Und ja, wir möchten speichern. Und unten ist richtig. Zack. Ferroia, Königreich der Bestien. Übel, Mann. Und hier geht's nicht lang. Gut, also der Weg ist klar. Es
ist eine Mana-Statue. What? Silberwolf, Schwarzwolf, Werwolf. Wen möchtest du? Den unten, oder? Mhm. Ich glaube, die können beide heilen, das Licht übrigens. Sowohl der Schwarz auch als der Silberwolf. Gefühlt haut aber der Silberwolf mehr ins Gesicht. Ja, also mit seinem Special macht er deutlich mehr Schaden als der andere mit seinem Special. Okay, der ist tot. Also ich habe nochmal nachgelesen mit dem Level-Up-Geschichte, mit dem Klassenwechsel. Erstens ist es Stufe 38, die man erreichen muss. Zweitens, es ist theoretisch für jeden anderen Gegenstand, aber die kommen alle aus dem Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen-Samen, der dann wieder für alle gleich ist. Also, ja. Schöne Blumen hier, ne? Symmetrie hat die ist nicht mehr so. Wirklich immer, wenn du rauskommst, drei direkt. Vor allem direkt im Gesicht. Du hast keine Möglichkeit, kurz mal in Deckung zu gehen oder. Wahrscheinlich bringt jetzt, ist das wieder symmetrisch und es gibt drei Eingänge und der mittlere geht irgendwie, keine Ahnung, im Thronsaal. Kann das sein, dass du ziemlich viel Schaden genommen hast? Geht eigentlich. Okay, das dachte ich, habe gerade eine gelbe Zahl gesehen. Ah, Keule! Ne? Da bin ich jetzt mal ganz froh gewesen, dass ich nicht getroffen habe, weil ich wollte gerade meine Mini-Ulti einsetzen. Ja. Jetzt wäre richtig gut, genau. Ching, 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 ching! Und direkt noch Zauber hinterher. Wen trifft das denn oben? Okay, dann ist er jetzt hoffentlich aber auch. Okay, das ist nur ein Werwolf. Und du bist ein Gladiator übrigens. Stärke, Ausdauer, Geschick. Also Geschick macht auch, ob du triffst. Und Ausdauer macht halt Leben. Dann gehe ich jetzt erstmal. Silber oder Silberwolf? Ich bin mir nicht sicher. Uiuiuiui. Ich habe von Wertigkeit Werwolf, Schwarzwolf, Silberwolf. Von der Klasse her. Okay, gut. Jetzt gleich noch eine prophylaktische Heilung für alle. Okay, es gibt hier nur zwei Ausgänge. Danke. Falle tot. Ja, Mundwitze, nicht schlecht. Also hier sind wir rausgekommen. Dann okay. Den linken Weg halt rein. Heiliges Licht für alle! Heisch. Da müssen wir dann gucken, ob das halt ähnlich aufgebaut ist wie das, wo wir gerade waren. Ja, oder ob es jetzt hier zwei Ausgänge oben gibt oder weiß der Geier. Also links runter? Ja. Ist eigentlich der gleiche Raum. Ja, wie wir rechts hatten. Nur ohne Pflanzendinger, also gerade runter. Genau. Müsste links müsste dann eine Speicherstatue sein, aber auch wieder Gegner. Es ist die Frage, ob sich das lohnt. Wahrscheinlich schon, wenn ich meinen Mana so angucke. Ich könnte mir jetzt überlegen, ob man die Gegner da noch wegnimmt. Der Raum wird er dann kriegt, bekommt keine neuen Gegner. Wir können ja auch gucken, ob es überhaupt dort eine Speicherstatue gibt. Genau, reingucken und wieder gehen. Und der Silberwolf hängt die ganze Zeit nur zurück und heilt, ne? Der macht meinen Job. Nur für den Gegner. Also ich heile nicht, sondern aber... Ja. Und der andere heilt auch noch ein bisschen. Schön. Aber gleich kommen eure Ultis online. Schön aus der Luft gefischt. Geil. Das tut doch eigentlich ziemlich gut, oder? Ja. Jetzt erstmal Puff und jetzt Petra auch noch. Komm. Okay, es ist nur noch der. Valkyrie! Nicht mehr. Ich würde sagen, zurzeit erstmal Stärke, oder? Ja. Dass sie macht ja prima jetzt
erstmal Schaden und keine Buffs in dem Sinne. Das kommt ja später. Beim nächsten Klassenlevel ab. Also wenn es eine Statue gibt, dann töten. Okay, tschüss. Zack. Da sind wir natürlich instinktiv richtig rechts hochgegangen. Das ist immer erst gut so. Halt, stopp. Wie viele Gegner sind hier? Ja, aber auch nett, dass ich jetzt mal gezwungen bin, mal ein bisschen zu zaubern und so. Das ging aber fix. Naja, wenn alle Dinger treffen, ne? Priester, das bin ich. Ich würde mir jetzt Intelligenz, Zauberer mehr Damage. Das ist eines der besten Videos von Trant. Kennst du das? Nein. Das ist Monster Hunter related. Wo er irgendwann gemerkt hat bei Monster Hunter, dass er ein... Ich würde schon nochmal hier reingehen. Das müsste doch... Das ist der Balkonraum. Ach, verdammt. Okay. Wo dann, ne? Wo man nicht durchkam. Ja, ja, ja. Ich weiß aber, warum du da rein wolltest. Da hat Trant irgendwo bei Monster Hunter nach X schon entdeckt, dass es irgendwie dieser ein Move, dass er ihn aufladen kann oder so. Und hat dann sich so gestylt, bisschen wie hier Voyage, Voyage. Und hat dann halt Damage, Damage gemacht. Aufladen in deine Fresse oder so. Ah, Seelenfresser, grüß dich. Du bist ja wirklich, du hast ja wirklich Zeit gelassen. Naja, warum stellst du auch so viele Leute im Weg? Wenn du deine Begleiterin retten möchtest, gib mir das Mana-Schwert. Halt mal, Seelenfresser, nicht bewegen, Kleine. Wen nennst du hier Kleine, du Spaßvogel? König von jämmerlich, aber ich habe keine Zeit, um mit Welpen zu spielen. Macht, was ihr wollt. Bitte was? Was ist denn mit ihm los? Sobald wir das Schwert haben, sind die Bestienmänner nicht mehr vonnöten. Macht, was ihr wollt, Herr. Was für ein Einfallspinsel. Kaum zu fassen, dass der König kein Interesse an diesem fantastischen Schwert hat. Wenn du die Fee retten möchtest, dann sei ein braves Kind und gib mir das Schwert, aber keine plötzlichen Bewegungen, sonst verschlinge ich sie. Wie sie. Wurde die entrissen? Haben wir auch gar nicht genutzt bis jetzt. Das ist das Mana-Schwert. Gehört uns. Was soll das? Das Schwert weiß, dass du böse bist. Du brauchst ein reines Herz wie ich, um es zu benutzen. Ja. Die! Verdorbene Seele, das Mana spiegelt das Herz seines Trägers wieder und das Schwert des Guten lässt sich verderben. War dieses Schwert überhaupt dazu bestimmt gut zu sein? Einst folgte ich dem Priester Sichtsen Wendel. Er konnte die Welt mit dem Guten nicht retten. Sie ist noch immer voller Dunkelheit, Schmerz und Hass. Zu existieren bedeutet zu leiden. Unser Meister, der maskierte Magier, wird dieses Schwert benutzen, um die Welt von Leid des Lebens zu erlösen durch den Tod. Ja, welch freudiger Tag. Jetzt gehört das Mana-Schwert dem Meister des Palastes der Illusionen. Nein! Uns bleibt keine Zeit. Wir müssen die Bene Vodona, das waren die Bösen, mit dem Schwert des Mana-Steins befreien. Ich werde dem maskierten Magier Bericht erstatten. Und du? Hihi, schon bald von Menschen auf die Welt von Nächsten. Oh, all die Seelen, die ich verzeihen werde, mir läuft noch. Ja, ja. Ich muss den Platz in meinem Bauch freihalten, also werde ich euch drei nicht verschlingen. Hehe, noch nicht. Ja, was ist mit der Fee? Und wo ist sie, der Boss, auf dem wir warten? Es tut mir so leid, das Schwert meinetwegen verloren. Das ist nicht deine Schuld, Fee, sondern Heidmars. Ich kann gar nicht glauben, dass er sowas tut. Ich will ihm es nicht glauben. Oh, ich bin mir sicher, dass es einen Grund für Heidmars Tun gibt. In seinem Blick lag solche Hoffnungslosigkeit. Ich will nicht mehr über Heidmar reden, ist mir doch egal. Ich werde ihn aufhalten, komme was wolle. Okay. Was? Oh Gott. Zieht, okay, zieht euch warm an, Bene Vodona. Ihr seid jetzt dran. Ich werde euch alle niedermachen. Die ist ganz schön wütend. Oh nein, es hat schon begonnen. Schnell, lass mich wieder nicht hinein. Ich zeige dir, was mit den Steinen geschieht. Schließ deine Augen. Das ist immer ein gefährlicher Satz.
Oh. Jetzt gucken wir uns nochmal die Animation für alle 8 Steine an. Dass wir auch sicher sind, dass alle 8 zerbrechen. Ich dachte kurz, der bleibt heil. Ja. Okay, also könnten wir dort auch unsere Klasse gar nicht mehr wechseln. Weil weg. Weg, ja. Noch in der Mana-Statue. Das ist furchtbar, die Benenoona sind erachte, aber sie wurden gerade erst zum Leben erweckt. Wir haben noch eine Chance, na klar. Noch nicht alle Bewohner. Nee, noch nicht alle 8 Benenoona getrennt. Was? Noch sind alle 8 Benenoona getrennt. Sie können jeden einzeln besiegen, bevor sie sich zusammenschließen und ihre Kräfte vereinen. Begeben wir uns zum den Mana-Stein. Okay, jetzt müssen wir doch nochmal zu allen und alle killen. Stopp! In dem Raum gibt's nichts, Fragezeichen. Was soll es denn da geben? Keine Ahnung. Ja, ja, hast schon recht. Können wir jetzt mal diesen Arschkönig töten oder so? Ja! Geil! Komm schon! Okay, er sagt nichts. What's your problem, son? Ich wollte. Ist das verbuggt oder soll das so? Scheint so zu sein. Lass nochmal kurz raus und reingehen. Das sieht irgendwie komisch aus. Ansonsten rufe ich einfach hier mit Trommel. Genau. Wäre eigentlich perfekter Platz für einen Bossfight hier oben, ne? Mhm. Und auch der perfekte Zeitpunkt. Hält er aber nicht viel von. Wenn dem zu nahe kommen, sagt er halt Punkt, Punkt, Punkt. Ja gut. Schade, den hätte ich jetzt gern verprügelt. Okay, jetzt haben wir auch die Auswahl aller Möglichkeiten hier. Hier oder was? Kann man hier überhaupt landen? Turm von der Monddeutung. Ich würde erstmal irgendwo speichern und sagen Mondscheinstadt. Na, danke. Hier kann man kurz nochmal in den Shop gucken, ob es irgendwie aus Spaß was gibt. Mhm. Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal den ersten Benevodona kalt. Frage, ob die Shops jetzt aufhaben. Ist auch schon düster. Sieht so aus. Kaufen, kaufen, kaufen. Sweet! 2 Upgrades gleich. Weil der wäre auch schon besser. Mhm. Aber ja. Der eine reicht ja völlig aus. Aber der Goldsperr, der kostet mehr, ne? Kaufe ich dir gleich mit. An Begleiter. Ja, nein. Ne? An Petra, wen sonst? Der kostet mehr. An Begleiter. Okay, und hier gibt es nur Waffen. Da kann man dann nochmal richtig schnelle Ausrüstungsanlegmenü nochmal zeigen. Kaufen! Wahrscheinlich, ja. Das ist meins wahrscheinlich. Vielleicht hatten wir auch vorhin einfach nur Pech. Dass gerade in dieser einen Pupsstadt halt nichts gab, ja? Möglich. Nicht warum? Ist denn so ein Inventar voll oder was? Merk dir mal bitte, dass ich ein Armband noch für dich hätte. Nee, Y-Menü war das genau. Hab ich irgendwie Zauber mehr gelernt? Nee.
Vollpflege. Okay, Seidenschleife. Echsenkostüm zur Funkenrobe. Auf geht's. So, und jetzt musste ich Minus drücken. Genau. Warum konnte ich dir keinen neuen... Also ich hätte dann, wie gesagt, noch Handschuhe für dich sozusagen, aber irgendwie wollte das nicht. Die nehmen es wahrscheinlich alt. Ja. Wahrscheinlich haben wir zu viel Zeug. Ja. Das ist es. Minus. Das ist es. Komm. Schon ein ordentlicher Verteidigungssprung auch. Mhm. Fetzt. So. Haben wir jetzt die Rüstung genommen? Ja. Ja, Adlerweste. Gut. Am besten verkaufst du von dir alles und kaufst dir dann den. Ne, du bist halt Petra. Warum auch immer. Was ja auch nicht schlimm wäre, dass die auch einfach mal alles noch verkauft. Ja. Halt andersrum. Gold ist. Jawohl, wir haben. Wir hatten vielleicht nicht genug Gold, guck das mal an. 38. Nur 3800, das war ein Goldproblem. Und Schilde kannst du nicht nehmen, weil du kein Paladin bist. Wir hatten echt Goldproblem, oder was? Nicht anlegbar, das an zwei links. Wir hatten genug. Okay. Gut, soll ich dir das anlegen oder? Erstmal noch. Ah, Petra noch, ja. Das ist eine gute Idee. Menü-Lag! Oh, ordentlich Knete wieder rein. Könnt ihr auch noch verkaufen, dass immer dann alles los. Also deinen einen Armschutz, den ich jetzt noch tausche, aber drauf geschissen. Ja, ja, alles okay. Ja, ja. Ich glaube mal gucken, du hast doch, wenn ich hier Minus drücke, genau, du hast nämlich auch zwei Zauber schon, Mondklinge und Blitzsäbel hast du und Steinsäbel. Müssen wir gucken, wenn es dann den entsprechenden Tag ist, wahrscheinlich ist es umso geiler. Kriegsarmband. Plus 1 Verteidigung. Gut, dann noch zum Inn und einmal schön pennen. Haben irgendwelche Samen gefunden. Du besitzt keine Samen. Sie schlafen. Oh, das war jetzt schade. Ich hätte jetzt gerne noch einen Endboss gehabt, irgendwie einen Zwischenboss, so, wenn man sich da schon so durchgequält hat. Gnomentag, also heute wäre Erdsäbel gut, wenn du das mal ausprobieren willst. Also beim nächsten Mal. Speichern. Coolio. Dann an der Stelle. Ohne vieles Blabla. Vielen Dank fürs Zuschauen. Reingehauen.